Gewitter haben mir als Kind auch Angst gemacht. Er ist noch hier? Mama? Du bist nicht unser Sohn, verdammt! Noch nie zuvor erzählte ich irgendjemandem meine Geschichte. Wohin gehen wir dann? Das weißt du genau. Zum Weißen Haus. Baby! Nein! Bitte fand ihn! Fand ihn doch! Was mag dieser kleine Junge getan haben, um den Zorn eines ganzen Dorfes auf sich zu ziehen? Ich bezweifle, dass sie das was angeht. Ich werde diesen Jungen für ein Jahr mieten. Remy. Vitalis, Monsieur Vitalis, fahrender Künstler und Dompteur. Mein Freund Capi kennen Sie ja, und dieser windige Schelm ist Jolique. Kommt nun her, Kinder. Wir präsentieren Ihnen eine spektakuläre Vorstellung, die man in Frankreich noch nie gesehen hat. Ich wollte dich mitnehmen, damit du singst. Sie meinen vor den Leuten? Ja, in der Tat. Ich hab gesagt, ich kann das nicht. Lampenfieber ist am Anfang normal. Wenn du genauso für sie singst wie für deine Kuh damals, werden sie dich lieben. Mein Meister hatte nicht gelogen. Ich liebte das Singen, sehr sogar. Und ich wusste, dass ich damit nicht mehr aufhören können würde. Ich habe meine Tochter lang nicht mehr lachen gehört. Mein lieber Remy, meine Mutter und ich scheinen deine Eltern gefunden zu haben. Gehen wir. Capi, komm, wir werden meine Eltern treffen. Mitnehmen. Meister, wir schaffen es nicht. Ich verspreche es, wir schaffen das. Vertrau mir, Remy.